Merhaba und auf Deutsch gesagt, hallo. Heute lernen wir gemeinsam ein paar Eigenheiten der türkischen Familie. Bitte vergiss nicht, uns zu folgen und zu liken. Fangen wir an. So, jetzt kommen wir zu den Eigenheiten der türkischen Familien. Zuerst lernen wir gemeinsam einige Wörter über die Familien und danach werden wir auch gemeinsam die Eigenheiten zusammen nachschauen, wie die türkischen Familien sind. Zuerst lernen wir zwei Begriffe und zwar Gelin. Gelin. Gelin bedeutet auf Deutsch Schwiegertochter. Ja? Schwiegertochter. Und Gelin bedeutet auch noch Braut, ja? Also es hat zwei Bedeutungen, einmal Schwiegertochter und einmal Braut. Jetzt haben wir noch ein Wort. Damat. Damat bedeutet Schwiegersohn, aber auch Bräutigam, ja? Damat. Dies waren die zwei Wörter, aber jetzt lernen wir mal einige Begriffe und zwar und auch die Eigenheiten der türkischen Familien. Zum Beispiel Büyüklerin sözü dinlenir. Büyüklerin sözü dinlenir. In den türkischen Familien ist es so, dass man immer an die älteren Personen, zum Beispiel Oma, Opa oder Vater, Mutter, dass man an die immer zuhört. Wenn die zum Beispiel sagen, ich denke, das solltest du bitte nicht machen, also es wäre besser, wenn du das nicht machen würdest, dann hören wir das auch zu. Also wenn die was sagen, dann hören wir die auch zu. Okay, natürlich haben wir auch unsere eigenen Entscheidungen, ne, die wir treffen müssen. Aber es ist auch gut, wenn wir die zuhören, weil es ist ja immer so, weil die ja viel mehrere Erfahrungen haben als uns. Deswegen ist es immer gut, dass wir an die ältere Personen zuhören und versuchen auch machen, was die sagen. Geniş aile. Geniş aile. Vielleicht habt ihr auch in der Umgebung solche türkischen Familien. Und geniş aile bedeutet große Familie. Ja? Geniş aile bedeutet große Familie. Und wie ihr es auch wisst, sind die türkischen Familien meistens so große Familien. Ja? Und die leben auch meistens so miteinander. Normalerweise ist es ja in Deutschland meistens so, wenn jemand 18 ist, ne, oder 19 ist, was weiß ich, die ziehen um, haben ihre eigene Wohnung etc. Ne? Aber bei uns ist das halt nicht so, dass wir mit 18, okay, wenn wir studieren müssen in einer anderen Stadt oder so, dann natürlich. Aber wenn wir nicht studieren oder wenn wir in demselben Stadt studieren, dann bleiben wir immer zu Hause, bis wir heiraten, ja? Also bis wir Gelin und Damat werden, ja? Also Braut und Bräutigam werden, Gelin und Damat, ja? So, das ist das Wichtigste. Aile her şeyden önce gelir. Aile her şeyden önce gelir. Also, das bedeutet auf Deutsch, dass die Familie das Wichtigste ist, dass die Familie das Wichtigste ist, ja? Aber in der deutschen Sprache gibt es auch eine Redewendung dafür. Blut ist dicker als Wasser, ja? Also, wenn wir das Wort zu Wort übersetzen, bedeutet das, dass Familie über alles ist, ja? Aber dafür gibt es auch eine Redewendung, damit wir das besser verstehen können, ist das Blut ist dicker als Wasser. Also aile her şeyden önce gelir. So, das waren die paar Eigenheiten der türkischen Familien. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast und dann sehen wir uns. Bis nächstes Mal.